Willkommen zurück zu Pokémon Silber. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben in Kanto, beziehungsweise Toyo, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Siegelstraße und müssen erstmal ein paar Trainer vorbei. Wenn du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Alles? Aha, und was ist für dich alles? Wie viele Pokémon hast du überhaupt? Zwei. Ich glaube nicht, dass du mit zwei Pokémon alles geben kannst. Vor allem, wenn du dein Level 36 Pikachu nicht zu Raichu entwickelst. Was ist los mit dir? Holy moly. Ich bin nicht Typ Flug, ich kann angreifen. Vergesse ich immer. Ich vergesse es immer. So. Doppelteam. Sehr unpassendes Geräusch für Doppelteam, wie ich finde. Aber gut. Wir machen das Pikachu jetzt mit unserer Obot down und unseren. Ich merke gerade, Ovo ist männlich. Schön, dass mir das als ganz spät im Let's Play auffällt. Stimmt, was für Typen, was für Geschlechter haben eigentlich alle in unserem Team? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Uff. Turtok. Okay. Ach so, deshalb ist mir nicht aufgefallen, weil das die gar nicht sieht. Okay. Ja, wir können auch ein männliches Ovo haben. Okay, interessanter Sprite für Turtok. Schon cool, aber ich weiß nicht, irgendwie passt es nicht so. Regentanz. Donnerschlag! Und das Ding stoppt. Nice. Susi. Nein, ich kann das nicht glauben! Tja, musst du wohl glauben. Ich bezwang 8 Arenaleiter, also hatte ich genug Selbstbewusstsein. Das nächste Mal muss ich mich mehr anstrengen. Du hast mit einem Pikachu und einem Turtok, was wahrscheinlich vorher ein Chigi und ein Shilock war. Willst du mir sagen, hast mit den beiden 8 Arenaleiter besiegt? Okay, die müssen ja richtig schlecht gewesen sein. Ja gut, Turtok ist ein ziemlich gutes Pokémon, aber Pikachu? Gen 2? Pikachu? Nein. Nicht so wirklich, wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. Oh, danke, Captain Obvious, darauf wäre ich nie gekommen. Oh, das bin ich. Hi, Mike. Du bist ein ziemlich großer Captain Obvious heute. Der Zehner müsste Pflanze Gift sein. Ich hatte es beim Team, also müsste ich es wissen. Und ja, es war es gut. Oh nein, nicht der Wickel! Ah! Weihnachten ist vorbei, du brauchst nicht mal ein Wickel in dein Geschenk. Das verstehe ich auch noch nicht. Zack, das Toad. Level 36. Psystrahl. Frick yeah! Let's go! Blutsauger Konfusion. Ach, Konfusion! Das war Schnee von gestern. Jetzt haben wir Psystrahl. Yeah! Okay, was hast du da? Flamara. Da kann sich ja Red drum kümmern. So, Shiny, ja, wir wissen alle. Warum habe ich nur dieses Shiny da rausgefunden? Oh mein Gott, wie viel Glück habe ich nur? Ja, ja, wir wissen es alle. Kingler? Aha. Was mache ich gegen Kingler? Das Ding ist nur Wasser, soweit ich weiß. Das hat aber ganz viele physische Attacken. Ich mache mal Amphi, würde ich sagen. Ups, ich wollte kein Kopfnuss. Ich wollte wieder kein Kopfnuss. Egal, komm, spam wir Kopfnuss. Ich wollte eigentlich Donnerschlag, aber ich habe zu schnell vorgespulte A gedrückt. Passiert, egal, wir haben es trotzdem down. Ga, das Leben ist doch härter. Ja, das stimmt. Um zur Pokémon-Liga zu erlangen, muss die Siegestraße passieren. Die Straße ist schwierig, wer hätte gedacht eigentlich? Geht niemand dorthin, Ron, du bist ziemlich stark. Kann ich mit dir befreundet sein? Ist sie noch voll cool? Nein. Oh, okay, dann muss ich wohl mehr an meine Gedanken arbeiten. Ja, das musst du. Ich will jetzt weg. Bye. Bye. Was gibt's hier? Nichts. Oh, cool. Hier gibt's nichts? Wow. Da wollte ich schon immer hin. Okay, was haben wir noch? Nichts? Ist hier das Ende? Ist hier oben die Siegstraße? War es das? Nicht ganz. Na, oh, wie nervig. Da muss man ganz runterspringen. Das alte. Na egal, machen wir gleich.
Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Okay, anscheinend werden wir heute noch in die Sägestraße gelangen. Ich hoffe, ich habe alle TMs und VMs und alles erlernt, damit ich da durchkomme, sonst muss ich gleich wieder den ganzen Weg zurück nach Johto, weil man kann nicht nach, oder ich glaube, man kann nicht nach Kanto zurückfliegen, wenn man einmal bei Johto ist. Gut, das haben die... Oder andersrum. Beide. Ja, auf jeden Fall kann man nicht von Johto nach Kanto und von Kanto kann man nicht nach Johto fliegen. Warum auch immer. Im Remake ist es auch nicht wirklich perfekt gelöst. Das ist auch sehr seltsam. Wie so eine Gun. Das gehört selten, hat er gehört. Oh, Pilzspure. Wach auf! Oh, verdammt. Okay, ich muss weg. Man sieht sich! Bye, bye! Aua, da schlitzt er mich kaputt. Was soll das? Abgefackelt. Dann verdient. Oh, Enton. Ist nur Wasser, soweit ich weiß. Ich verstehe es auch nicht. Enton ist Wasserpsycho. Da würde man erwarten, die Weiterentwicklung. Enton ist auch Wasserpsycho, aber es ist nur Wasser. Why? Warum entfernt man den Psycho? Das Ding, es sieht vor allem viel mehr aus wie ein Psychotyp als Enton. Warum macht man das? Mensch, Game Freak. Ah, andere Zeiten. Na gut, obwohl heutzutage machen die auch noch Fehler. Ich sag nur Sorgaleo. Sonnen-Pokémon ist aber anfällig gegen Feuer. Ja gut, macht Sinn. Ach, als ob ich den... Ah, so close. Egal. Ich habe es vermasselt. Tja, dann müssen wir niemals in die Liga reinkommen. Es ist sehr schwer, in der Liga zu gewinnen. Ich muss mehr trainieren. Ich habe gehört, dass die Top 4 aus der Liga noch stärker sind als die Arena-Leiter. Was, wie kommst du darauf? Ein Trainer ist hier noch, aber bevor ich da jetzt hingehe, hol ich mir das Item. Top-Elixir, das könnten wir theoretisch mitnehmen. Ich weiß noch nicht, was ich weg tun soll. Ich habe nämlich ganz viele gute Items. Obwohl, ich könnte Tafel Wasser verbrauchen. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt nochmal zurückzurennen zu der Lady im Haus. So, und habe ich noch so einen Aufwecker? Das wäre sehr nützlich, wenn ich jetzt so einen Aufwecker hätte. Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Mondstein. Wo habe ich einen Mondstein? Nee. Egal. Nehme ich jetzt den Top-Elixier mit. Und gehe zurück zur Lady. Die will auch noch kämpfen. Die ist wahrscheinlich... Dann die Siegestraße. Ja, ja, ja. Ich habe hier einen Trainer namens Patrick verloren. Er war sehr stark, aber es schien, als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Verdammt, Patrick ist schon vor uns hier in der Siegestraße. Vielleicht können wir ihn noch einholen. Oh, Galopper. Ja, da bin ich Käfer, deshalb möchte ich nicht drin bleiben. Da kann Red was machen. Agilität. Ich mag Galopper persönlich. Ist ein cooles Pokémon. Natürlich, Gala-Version mag ich noch mehr, aber Galopper selbst ist auch ziemlich cool. Oder soll ich eher sagen, ist ziemlich heiß? Okay, sorry, dafür sollte ich gescheit werden. Ja, oh, das ist noch einmal. Ich kann nicht angreifen. Hallo? Reicht jetzt nicht so viel. Tot. Stirb. Danke. Alter, der trifft einfach Hornbocher viermal. Was soll das? Bin nicht erlaubt. Ass Trainer. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Das stimmt. Pokémon sind unschätzbare lebenslange Partner. Wow, du bist ziemlich cool. Willst du mein Telefonnummer haben? Ich habe leider keinen Platz. Tja. Und tatsächlich, Route 26, Pokémon Liga empfangen. Warte, Liga? Heißt es die Straße? Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen beitreten. Oh, alle 8 Orden von Johto. Geh bitte weiter. Okay. Was seid ihr hier für kleine Spackos? Dieser Weg führt zum Silberberg. Dir werden beängstigend starke Pokémon begegnen. Ja, und darf ich da durch? Nö, ich trete in meinen Balls. Lass mich durch. Ich darf nicht, okay, nicht. Du bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga, nicht wahr? Die Top 4 sind so stark, dass es einem Angst macht. Sie erwarten dich. Ja, und wann darf ich da durch? Dann nicht. Damit willkommen zur nervigen Siegstraße. Yeah, ich mag sie überhaupt nicht. Und wir brauchen Stärke, soweit ich weiß.
Ja, hier gibt es sehr viele Gegner. Ich habe nicht zufällig Schutz, oder? Ich glaube, ich habe keinen Schutz. Nope. Tja, das Problem ist, hier kommt sehr oft Pokémon und hier muss man sehr viele Rätsel lösen und ganz viele Gegner besiegen. Es ist einfach ein komplett nerviger Ort. Ich hoffe, ich habe überhaupt alles, was man braucht. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, was man hier die VM braucht, namens Stärke. Die haben wir, aber wer kann Pokémon verlieren, glaube ich. Ich bin mir sicher, aber ich glaube nicht. Oh, Donphan. Cool, sehr cooles Pokémon. Man kann auch Fumpy vorher fangen. Deshalb ist sehr nice. Baum, Baum. Was ist das hier? X-Spezial. Ach komm, die X-Item benutzen wir nicht. Dafür sind wir zu gut, ja. Das brauchen wir doch nicht. Ja, ich weiß selber nicht, wo es lang geht. Ich mag die Siegestraße nicht. Oh, ich bin, glaube ich, schon da. Ich glaube, das war's schon. Ich glaube, hier ist der Ausgang direkt. Brauchen wir doch keine Stärke? Moment mal. Wohin gehen wir denn hier hin? Ich gehe mal lang, weil ich glaube, da oben ist direkt der Ausgang. Aber dann wäre es dazu langweilig und ich will sowieso erst ab nächster Folge. Top genug, sehr, sehr gut. Ab nächster Folge die Liga anfangen. Also erst ab nächster Folge geht die Liga los. So richtig los. Ich möchte diese Folge ein bisschen hier erkunden, sofern es möglich ist. Gerade sieht es nicht danach aus, weil ich glaube, hier ist schon direkt das Ende, maybe? Ja, dieses Ende. Da bin ich noch nicht hin. Noch nicht. Ups. Da kurz gelaggt, sorry. Ja, hier kann man nochmal weiter erkunden. Das machen wir. Okay, haben die Siegestraße anscheinend hier sehr einfach gemacht. TM 26, was war das denn? What was that? TM, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mich anscheinend an die von Kanto erinnert, weil das. Ja gut, das ist die von Kanto. Wir sind in Kanto jetzt. Offiziell in Kanto, nicht bei Toyo. Geil. Erdbeben war's. Erdbeben ist sehr, sehr gut. Kann das jemand erlernen? Beide können es erlernen. Aber wer soll es erlernen? I don't know. Ah, warte. Boden und Gestein ist was ganz anderes, Mike. Ich vergesse das immer. Walzer ist Stein und Erdbeben ist Boden. Da habe ich recht? Oder? Nutzlos bei Flug-Pokémon. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, hier war das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das ist Gestein. Ich glaube, Erdbeben war Boden. Macht auch Sinn, weil der Boden bebt. Warum haben wir Rauchwolke? Ich denke, neulich des Gegners. Brauchen wir das? Für Casual Play für vielleicht nicht. Julia, was hat Julia? Kaskade, Fliegen, Genesung, Luftstoß. Flugattacken, das ist gut. Wir haben keine Psychoattacke, was aber nicht schlimm ist, weil wir haben schon ein Pokémon, was eine Psychoattacke besitzt. Kaskade könnte. Ja, gut, das ist eine VM, kann ich jetzt nicht verlernen. Genesung mag ich eigentlich, ja. Ich könnte Flamesack erlernen. Ganz ehrlich, ich glaube, das gucke ich mir noch nach, gucke ich mir noch an, bevor ich dann die nächste Folge mit der Liga anfange. Ich glaube, da geht es wieder zurück, aber ich möchte noch ein bisschen erkunden. Deshalb gehen wir hier runden, runter, hier unten lang. Nee, Moment. Hä? Jetzt bin ich wieder hier? Ja. Okay. Siegestraße ist nichts Besonderes mehr. Okay, na, das habe ich dann falsch im Kopf. Tut mir leid. Diese Straße ist dann doch nicht so nervig, außer halt die wilden Pokémon, die ganze Zeit auftauchen. Okay, dann gehen wir zur Liga. Warum nicht? Wir haben sowieso nichts Besseres mit zu tun. Also, let's go! Aber auf einmal, Patrick. Moment! Willst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Mike, ich fordere dich heraus. Oh shit,
trägt, wenn wir nochmal kämpfen müssen. Lulam. Er hat ein Sleepel vom Typ und nicht Eis oder so, ich weiß nicht mehr, ja. Ich glaube, Eis war es, ja, yeah. Aber ich schlafe, das ist nicht gut. Ich bin aufgewacht, perfekt. Ja, yeah, aber es hat keine Wirkung. Ich bin dumm, es ist doch Psycho und das ist irgendwie sehr dumm von mir. Es tut mir leid. Ich wechsle einfach zu Flamesack. Denn wir halten richtig ein. Dann ist er tot und kann nichts mehr machen. Tja. Entwickel dich halt zu Sibulach, warte, das geht ja erst in den Vierpaar. Piedel dich, bye, bye, bis dann und ciao! Im Bagator, holy moly, das Ding ist ziemlich OOP. Aber wir killen's trotzdem. Alter, was ist das für ein hässlicher Sprite, what the shit? Das sieht ziemlich ungesund aus. Du solltest mal mit deinem Nacken zum Arzt gehen und auch mit deinen nicht existenten Armen. Zumindest bei den rechten. Yeah. Du tust mir leid. Warum kommt die Grimasse aus deinen Zähnen raus? What is going on? Oh, fast one hit. Das freut mich. Ich dachte, das wird viel schwerer. Aber nee. Das ist ja ein Kinderspielchen gegen die. Level 39! Wir kommen an die 40 ran, das ist episch. Yeah. Ein Magneton. Ja, gut, das gibt mir. Kurze Pause vom Singen. Ja, das Ding's easy. Goldbart! Ja, Melly kann das machen. Zack. Komm, Melly, los! Yes! Holy! Das war knapp. Apollo? Giftgeist. Ich würde Ufo sagen, ehrlich gesagt. Weil Obot hat ja Psy-Strahlen, das müsste sehr, sehr stark sein. Okay, okay, okay. Bye bye. Oh, dead. Ja, ja, komm, vorspulen. Langweilige Animation müssen wir nicht nochmal sehen. Und der letzte Pokémon ist. Nicht mal entwickelt. Ja, wahrscheinlich keine Freunde müssen entwickeln. Kadabra. Psycho. Ich wechsle mal zum Melly. Einfach nur aus dem Grund, damit ich jetzt wieder zurückzuschen kann. So, ich weiß, dass er sehr effektiv gegen mich ist. Aber ich versuche ihn trotzdem schnell aus der Bühne zu wischen. Perfekt. Oh, Volltreffer. Nice. Juckt. Es juckt. Und dann macht das sehr viel Damage. Oh Gott. Anscheinend. Okay, aber das Ding ist tot. Yes. Geschafft. Damit haben wir bewiesen, dass wir stark genug sind für die Liga, die ab der nächsten Folge losgeht, Leute. Seid ihr gehypt? Ich bin gehypt. Level 37 für Melly. Was gibt alle 37 Level? Insgesamt. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe ihm alles gegeben, was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Vielleicht sollte ich doch mal nett sein? Ach, das kann doch nicht sein. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Humpf, bleib bis dahin, bye bye. Okay. Bye. Und damit sind wir in der Liga angekommen. Indigo Plateau. Das ultimative Ziel aller Trainer.
Hauptquartier der Pokémon-Liga. Hier geht das alles los. Bum, bum. Hier ist die Liga. Wir reden mal mit allen. In der Pokémon-Liga stellen sich die Top 4 auf eine harte Probe. Du musst sie alle schlagen. Wenn du verlierst, musst du ganz von vorn anfangen. Oh Gott, Leute. Das hört sich doch schlimm an, oder? Oh mein Gott. Ah, du forderst also die Top 4 raus. Bist du wirklich bereit? Du siehst mir nicht bereit aus. Wenn du mehr trainieren willst, kann dir gerne mein Abreifen. Es kann dich nach Hause teleportieren. Möchtest du jetzt nach Hause? Nee. Okay, alles Gute. Okay, Leute, und in der nächsten Folge, ihr wisst, was passiert. Das Finale der Hauptstory von Pokémon Silber! Geht dann los. Bam, 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 seid gespannt, gehypt und ciao, ciao, ciao.